Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wollte meiner Oma gerade den Flamongo-Witz erzählen. Ich, Oma, was ist rosa und behindert? Oma? Die Telekom. Habe heute eine Currywurst verputzt. Wie kriege ich die jetzt wieder aus der Wand raus? Der Spruch, jeder Topf hat seinen eigenen Deckel, nützt nichts, wenn du ein Lappen bist. Schweiz erlässt Zulassungsverbot für Porsche Cayenne. Unmöglich, wie dort auf den unteren Einkommensschichten herumgehackt wird. Habe gestern mit meinem Sohn ein IKEA-Regal aufgebaut. Er kennt jetzt alle wichtigen Schimpfwörter. Ich habe doch extra zwei von euch gemacht, damit ich nicht mehr mitspielen muss. Ich, Mutter des Jahres. Der Eintritt kostet 10 Euro pro Nase. Juhu, kostenlos! Voldemort, 71, Schnäppchenjäger. Pärchen auf dem See. Er, ah, wir treiben ab! Sie? Nein, ich würde das Kind gern behalten. Was? Was? Raucher sterben früher. Gamer sterben öfter. Gedanke des Tages. Dürfen Veganer eigentlich Leitungswasser trinken? Ich meine, es kommt ja schließlich aus einem Hahn. Ich frage mich, ob meine Katze denkt, dass der Pizzabote mein Herrchen ist, weil er mir immer mein Essen bringt. Ih, was ist das denn? Das ist Montag. Ah, mach das tot, mach das tot! Bist du eine Kamera? Denn jedes Mal, wenn ich dich sehe, muss ich lächeln. Dieser Moment, wenn dich dein Vater an der Tankstelle als Pfand zurücklässt, weil er seinen Geldbeutel vergessen hat. Ich, 25, immerhin 43,75 wert. Dieser Moment, wenn man bei Regen eine Nachricht tippt. Professor nimmt Mikrofon. Verstehen Sie mich jetzt? Typ in der letzten Reihe. Nein, aber wir hören Sie besser. Muss den Lappen abgeben. Vater verliert nach Autounfall Sorgerecht für seinen Sohn. Warteschleifen bei Hotlines wären viel unterhaltsamer, wenn einem das System in der Zwischenzeit einfach mit anderen wartenden Personen verbinden würde. The world is the book, and those who don't travel see only one page of it. Lisa, 16, war einmal in Spanien in Urlaub. An alle Frauen, ich habe Victoria's Secret BHs zu verschenken. Schick mir doch einfach ein Bild von deinen Brüsten, damit ich die richtige Größe raussuchen kann. Als ich erfahren habe, dass ich keine Asiate bin, hat mir das die Augen geöffnet. Bist du bekloppt? Und nicht blam blam, dann abonniere Master Jam.